Sie benötigen Implantate. Zu wem gehen Sie denn dann eigentlich? Man muss sagen, dass die Füllungstherapie eine Therapie ist, die jeder Zahnarzt und jede Zahnärztin beherrscht. Die Implantologie, also das Setzen von Implantaten, ist aber ein Spezialbereich. Das heißt, dazu braucht man eine spezielle Ausbildung, entsprechend Kenntnisse und Ähnliches. Und dementsprechend überweisen viele Zahnärzte ihre Implantatpatienten zu entsprechenden Zentren, zu Oralchirurgen oder auch zu Kieferchirurgen. Auch bei uns ist es so, dass wir die Patienten zugewiesen bekommen. Wir haben einen entsprechenden Oralchirurgen, der das macht. Aber es gibt natürlich auch Zahnärzte, die es machen. Und jetzt ist die Frage, sind die denn kompetent? Denn sie wissen, was sie jeden Tag in ihrem beruflichen Alltag machen, das beherrschen sie. Und genauso ist es natürlich in der Implantation auch. Wenn ich einen Zahnarzt habe, der von morgens bis abends implantiert und kieferchirurgisch tätig ist, der beherrscht das auch. Nur, wenn er das einmal im Monat macht oder einmal die Woche, dann ist das zu wenig. Und woher wissen Sie als Verbraucherin und Verbraucher das? Ganz einfach, indem Sie den entsprechenden Kollegen, die Kollegin fragen. Die sind ja auskunftspflichtig. Das heißt, man sagt normalerweise, dass etwa 500 bis 1000 Implantate gesetzt werden sollten, um Erfahrung zu haben. Natürlich gibt es da Unterschiede. Im Unterkiefer zum Beispiel ist es viel einfacher, Implantate zu setzen. Da kommt man also auch mit einer geringeren Erfahrung hin. Ich rate immer meinen Patientinnen und Patienten, die mich anrufen von irgendwelchen anderen Orten, sprechen Sie einfach Ihren Zahnarzt an, sprechen Sie es offen an, haben Sie Erfahrung, können Sie das machen? Und ich bin sehr sicher, dass der Zahnarzt Ihnen dann eine vernünftige Auskunft geben wird.